Hallo und herzlich willkommen bei MacSchweiz. Heute geht es um das Thema Siri. Ich möchte dir nämlich heute zeigen, wie du Siri auf ältere Geräte installieren kannst. Ja, es ist ja bekannt, dass Spire nur für iOS 5.0.1 funktioniert und mittlerweile nicht mehr. Dafür gibt es aber auch schon den passenden Ersatz, nämlich Spite. Spite funktioniert auf iOS 5.1 sowie 5.1.1. Dazu brauchen wir aber eine bestimmte Quelle, die nennt sich iHacksRepo oder fibtechtech.com. Ja, ich gehe mal in Cydia und füge diese Quellen hinzu. Drücke auf Verwalten, wähle Quellen, drücke Bearbeiten, wähle Hinzufügen, dann gebe ich ein iHacksRepo.com und drücke auf Quelle Hinzufügen. Danach kommt diese Warnung hier und wir drücken auf Trotzdem Hinzufügen. Nachdem wir das gemacht haben, drücken wir auf Zurück zu Cydia. Danach erscheint diese neue Kategorie hier. Wir wählen diese an und danach suchen wir Spite. Und hier, da sehen wir es auch schon, Spite for iOS 5.1. Wir drücken auf Installieren und bestätigen das Ganze. So, und danach müssen wir unser Gerät neu starten. Allerdings müssen wir, wenn wir einen Z-Red Jailbreak haben, unser Gerät wieder mit Red Snow oder anderen Softwares neu Z-Red booten. Wenn unser Gerät auch neu gestartet hat, müssen wir das iPhone anschließen. So, und auch mit dem Computer connecten. Und dann öffnen wir am besten gleich Red Snow. So, und dann gehen wir auf Extras und wählen Just Boot. Danach drücken wir vor 10 Sekunden den Home und den Sleep Button gedrückt. Und dann lassen wir den Sleep-Button los und halten den Home-Button weiterhin gedrückt, bis Red Snow reagiert. So, danach gelangen wir auch schon wieder zum Lockscreen. Bis auf Weiteres hat sich da nichts verändert. Wir können momentan Siri noch nicht öffnen, weil die Sprachsteuerung immer noch da ist. Das werden wir aber gleich beseitigen. Wir gehen auf Safari und gehen auf Siri Boerse, anders gesagt auch siribörse.de und dann klicken wir hier oben auf Installation. Danach werden hier da alle unsere Schritte gezeigt. Wir drücken hier da auf Download des Zertifikates. Danach scrollen wir runter zu Schritt 4. Und dann drücken wir hier da auf Server Zertifikat. Die Systemeinstellungen werden geöffnet und wir drücken auf Installieren. Wir drücken auf Fertig und dann gelangen wir wieder zurück. Hier bei Schritt 5 sehen wir diesen Code hier,
Den kopieren wir. Ups. Danach gehen wir zurück in die Systemeinstellungen. Gehen da zurück auf Spire und geben da den Siri-Host ein. So, da können wir noch für Spire spenden und wir haben dann noch mehr Informationen. Jetzt müssen wir hochgehen zu Allgemein, danach wählen wir Siri und drücken auf Siri aktivieren. Danach wählen wir Feedback, Sprachfeedback, alles so einstellen und dann wird alles in Ordnung sein. Und jetzt können wir Siri auch schon testen. Hey Siri! Hallöchen, Nikolas. Geht's dir gut, Siri? Es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Was machst du in deiner Freizeit? Ich weiß leider nicht, wo das ist. Wenn du möchtest, kann ich im Internet danach suchen. Natürlich funktioniert auch die Diktierfunktion. Da ich aber gerade momentan in der schweizerischen Tastatur bin, wird mir diese Option nicht angezeigt. Wenn ich diese Option allerdings anzeigen möchte, gehe ich auf Allgemein, dann gehe ich auf Tastatur, wähle internationale Tastaturen, drücke auf Tastatur hinzufügen und wähle Deutsch von Deutschland. Danach kann ich wieder irgendwo hingehen. Und Siri wird mir hier angezeigt. Mac Schweiz. So, er kann sogar mein Channel richtig buchstabieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch geholfen. Gebt mir doch bitte einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, was ich allerdings nicht hoffe. Abonniert mich, kommentieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute, macht's gut.